Mit 18 war für mich klar, das ist kein Staatsgeheimnis, ich bin, der ich bin. Und das werde ich auch bei keinem verheimlichen. Holger Almenröder ist schwul und katholischer Pfarrer. Für ihn ist das kein Gegensatz. Ich denke, okay, Schwule und Lesben haben so viel auf die Klappe bekommen, gerade von der Kirche, das gilt es zu durchbrechen. Ja, weil dieses schlechte Gewissen machen und du stimmst nicht und so weiter, das läuft mit mir nicht. Der 59-Jährige leitet seit beinahe 20 Jahren zwei kleine Gemeinden in der Nähe von Frankfurt. Fast 5000 Mitglieder zählen die Kirchen zusammen. Heute stehen Gespräche zur Erstkommunion an. Täglich ist er mit etlichen Gemeindemitgliedern in Kontakt. Aus seiner Orientierung machte er hier noch nie ein Geheimnis. Das kommt nicht bei allen gut an. Das war von ablehnend bis, ach, ist doch okay. Na, so irgendwas dazwischen. Aber wie soll ich mal sagen, ich bin jetzt nicht gerade so der Mensch, der ständig sagt, oh, mache ich das auch richtig oder gefällt das auch den anderen? Das ist mir so mehr oder minder egal. Ja, das habe ich mir mit 18 geschworen. Entweder ich kann vorm Spiegel stehen und sagen, das bist du, aber verbiegen werde ich mich für niemanden. Nicht mal für die katholische Kirche. Dass die aber eigentlich ein Problem mit Homosexualität hat, wird Holger Almenröder schon mehr als einmal bewusst. Am deutlichsten während seines Priesterseminars im Erzbistum Köln. Dann fragte mich der damalige Seminarleiter, der jetzige Kardinal zu Köln, wie das denn nun sei. Es gehe das Gerücht, ich sei schwul. Und ich habe dann, glaube ich, geantwortet, es gehen auch Gerüchte über Sie. Was sind Sie denn, wenn Sie mich fragen, was Sie eigentlich nicht sollten, fragen, dann frage ich Sie auch, dann antworte ich Ihnen. Und das war es dann. Zumindest vorerst. Holger Almenröder hat die Priesterlaufbahn fast abgeschrieben, als das Erzbistum Mainz ihm zwei kleine Gemeinden in Hessen anvertraut. Seligenstadt ist fein, ich mag die Leute. Einige mögen mich, aber hier lässt sich's gut leben, das muss ich schon sagen. Wie so vieles nimmt der Pfarrer auch die Regeln der katholischen Kirche mit Humor. Weil sich Priester zu erkennen geben sollen, trägt er standesgemäß ein Regenbogenkreuz am Hemd. Das habe ich irgendwann mal in New York entdeckt und seitdem verteile ich das auch großzügig. Und im Grunde heißt es für mich schwuler Priester. Priester sollen sich ja erkennen, zu erkennen geben und da ist eben der Regenbogen dabei. Ich möchte ganz gerne auch dazu beitragen, dass katholische Christen erwachsen im Eigenstand sind und nicht gucken, mache ich das auch richtig, was sagt denn der Papst dazu. Das ist eine Haltung, denke ich, das ist perdu für mich auf jeden Fall. Ja, an das meiste halte ich mich. Aber immer dann, wenn es Richtung Sexualität geht, denke ich mir, sagt mal, habt ihr nichts anderes zu tun? Obwohl Bischöfe inzwischen auch Reformen fordern, laut Vatikan dürfen Pfarrer nicht schwul sein, trotz des Zölibats. Ich wünsche mir eine viel größere Offenheit, Menschen, so schräg sie sind, anzunehmen. Für mich ist mein Glaube etwas Befreiendes, immer gewesen. Und so lebt Holger Almenröder seinen Glauben ganz befreit weiter. Auch wenn das große Umdenken in der katholischen Kirche bisher ausbleibt.